Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Profi, den PC Robot Fights. Hallo. Wieder mit dabei sind Dennis Bram, Peter Smits. Fight! Was Peter, ist mit dem denn falsch? Peter Smits Fight heißt er ab sofort. Fight! Fight! Und, weiß ich nicht, die anderen beiden sind weg. Also sie sind weggelaufen. Yep. Die sind auch nicht so cool wie ich. Also da hinten müsste Sepp sein, ja, der jumpt da hinten rum und ups, Jay, boah, den sehe ich gar nicht mehr. Ganz weit weg, ich der bin schon am Spiel. Ich warte schon. Wir spielen heute eine Folge, in der dieses Teil, was Bram mir schon vor sich aufgestellt hat, jeder von den anderen auch gespeichert hat. Schubdüsen-Eskalation. Hier liegt doch ein Teil, weil ich letztes Mal vergessen habe zu verbauen. Kannst du ja jetzt vielleicht noch benutzen, Peter. Also. Nee, das darf ich nicht. Mal gucken. Dieses Ding hier von, wie viele Schubdüsen sind das eigentlich? 16, 32? 32 müssten es sein, ja. 32 Schubdüsen muss auf dem Fahrzeug verbaut werden. Wie ist aber nicht ganz egal, sondern die müssen nach oben und unten zeigen. Also in der späteren, boah, wie haben wir das denn jetzt ausklamüsert? In der späteren finalen Kampfposition, ja, also nicht einfach die Dinger verbauen und dann das Auto umdrehen lassen oder so, sondern in der finalen Kampfposition muss dann da oben und unten zeigen. Ja, und ansonsten gilt natürlich keine Schubdüsen, Heute keine Schubdüsen, Leute, ne? Du bist also disqualifiziert. Mm. Keine Stoßdämpfer, ein Explosionsfass haben wir jedem zugestanden, ein kleines. Ja, und ansonsten ist so einfach alles so wie immer. Wie immer. Und 30 Minuten Zeit. Die, würde ich sagen, die laufen für euch ab jetzt. Ne, jetzt. Okay. Wow, ich hab's schon gebaut. Ja, toll, Peter. Das qualifiziert jetzt. Ich hoffe, das ist okay, oder? Ja, das passt schon. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz, also ich bin mir nicht so ganz darüber im Klaren, was sie da bezwecken wollen. Denn ich hab ein bisschen Angst hier, muss ich sagen. Wenn man nämlich das Ganze nach oben aktiviert, also die oberen Schubdüsen aktiviert, dann und die Haut auf volle Pulle, dann glaube ich, dass man entweder durch die Welt haut oder ich glaube, die können sich einfach nicht mehr schieben. Also das kannst du mir doch nicht erzählen, dass die Motoren das an Leistung bringen können. Also es haben sich alle darauf geeinigt, relativ zackig. Deswegen muss das irgendwie was Tolles sein und ich habe ja nicht so viel Bauerfahrung wie die. Aber irgendwie, ja, also nach oben die Dinger, ich weiß, die kannst du nicht alle aktivieren, nach unten auch nicht. Also wenn du die aktivierst, dann fliegst du ja nach Mappen Süd. Also, ja. Aber irgendwas werden die sich dabei schon gedacht haben. Peter hat gesagt, er will fliegen. Ich hoffe, Peter fliegt nicht heute wieder als erster raus. Gucken wir mal. Wir können Bram direkt mal fragen, was er sich dabei so denkt. Dann holen wir auch direkt mal das Kommentator-Fahrzeug raus. Die Version 1.5 zumindest. So, mach mal an. Dann können wir ihn mal fragen, was er sich dabei denkt. So, Bram. Was denkst du dir denn jetzt so dabei? Ich dachte so ein bisschen an Podracer, nur mit Rädern. Was? Ja, genau. Aber hängt hier nicht, muss dann hier nicht ein Loch hin? Ja, das ist ein bisschen, ja. Ach so. Jetzt mal nicht hier, ne, also. Ja, okay. Kein Kram, achte jetzt mal nicht. Aber wie viel, also, mit den Schubdüsen, ne? Willst du die jetzt auch benutzen? Ich will die auch benutzen, ja. Für was? Klar. Ja, für sowohl Down als auch Upforce. Also ich möchte so ein bisschen so springen können. Weißt du, ich kann sie auch einen zufahren, dann mach ich einfach so boing, wie so Super Mario. Ja, also die von unten und von oben, ja klar. Hubbelst du nie ein bisschen über den Boden? Wahrscheinlich, deswegen spiele ich auch mit großen Reifen. Ich kann das aber tatsächlich noch nicht einschätzen, bis ich jetzt sofort, ach so, sofort den Fahrtest okay mache. Ich dachte, ja, okay. Deswegen weiter bin ich da leider auch noch nicht. Ja, wieso, ach so, willst du die echt so freilassen, die Räder? Ja, prinzipiell, warum nicht? Ja, die sehen so aus, als würden die so schummeln. Ach so, ja, Moment, die werden jetzt natürlich verbunden, oder? Wenn die verbunden werden gerade? Seit wann ist das denn so? So, pass auf. Und zwar. Ja, guck mal. So.
So. Damit wird gelenkt. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe... Hä? Was genau ist... Also kann ich dir helfen? Also weil eigentlich müssen die Räder bei dir jetzt alle so ein Stück nach oben gehen und dann ist gut. Also das Rad ist genau hin auf der Höhe von deinem Auto. Also hier. Ja, noch. Das ist ja noch nicht eingestellt. Das ist, also ja, das, pass auf, ich stell dir ja gerade an alle an diese Steuereinheit. Ach, du hast da, ja, das ist noch eine Steuereinheit, ja, okay. Ja, deswegen fragte ich, warum er die ganze Zeit auch so runterbaumelt. Und deswegen hatte ich gedacht, so, ist das irgendwie mit dem Update gemacht worden, dass es erst fest ist, wenn du die verbindest, aber nee. Nee, dann war nee, das nur so, und, falsch, okay. Genau, und jetzt gehen die halt erst runter. Genau, wenn ich das jetzt einstelle, damit ich halt gucken kann, wie tief die müssen. Und die müssen ja auch ein bisschen zur Seite, damit ich vernünftig lenken kann. Also, Moment, die 4 muss... Haben wir es eigentlich jemals verboten, während eines Matches so auszusteigen und bei jemand anderem Schubdüseneinstellungen zu verändern? Keine Ahnung. Ja, ganz ehrlich, wenn jemand fliegt und du verstellst nur 2 Schubdüsen von dem, dann fliegt der ja sonst wohin. Ja, okay. Da kann man warten. Die 8. Oh, 24 Minuten noch. Jawohl, und die 6. Jawohl, Alter, jetzt geht's sofort los. Dann kann ich zumindest fahren. Die 6 noch. So, genau. Hab ich die Motoren eingestellt? Wir können fahren, ja. What? Okay, so, das sind 90. Grad werden komplett unten, also machen wir mal 8 und. 70. Oder? Ja, machen einfach mal. Oh, machen wir mal. 45. Hoppala. Nee, das war gut. Nee, boah, mit Schräglage, das ist ja wieder Formel 1 hier. Das war ganz schön. Die beiden dann auch noch. Holy fuck. Dit und dit. Ach scheiße, muss ich jetzt das heißt, beide noch. Das hebt den rechten Arm. Könnte es damit aufhören. Das, meine Arme sind zu kurz. Wie so ein gestrandetes Wahlding, was versucht. Ey, das ist der Schildkröte am Rücken. Ja, das ist jetzt alles noch nicht so optimal, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, du hast da 2 Blöcke zu kurz gemacht. Ja, vielleicht habe ich 1-2 Blöcke zu kurz krass gemacht. Ja. Aber schön, schön. Aber ist ja noch genug Zeit, da irgendwie 2 Blöcke reinzuklatschen. Ist ja jetzt nicht so das große Ding. Also immer noch 22 Minuten dafür Zeit. Ach, schön. Ich werde mir mal gucken, was die anderen so also mit dem Ding da fabrizieren. Ob das irgendwer noch aktiv nutzt. Bis gleich. Jo. Ja, kommen wir zu Captain Peter Smith's Fight! Da ist er. Der Herr Fight! Oh, das sieht aber sehr gut aus. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, bitte. Pass auf, ja, erstmal folgende Situation, ja? Ja, bitte. Also, die Reifen hier, also erstmal habe ich das eingebaut, ne, ist klar. Die Reifen hier, war meine smarte Genialo-Idee, ist, die können sich einmal so nach oben drehen, dass ich quasi auch am Kopf fahren kann. Ja. Dann ist mir aufgefallen, Moment mal, du hast ja noch gar nichts wie so einen Sitz. Der müsste ja eigentlich noch oben drauf. Und dann funktioniert das alles nicht. Oh. Also überlege ich mir gerade einfach, den Sitz an die Seite zu machen. Auch wenn ich die ganze Zeit dann schräg fahren würde. Ja gut, also in der weiß ich gar nicht, in der Third Person ist das doch scheißegal, oder? Ja, sehe ich genauso. Ja, also warte, wie sieht denn das dann aus? Also, oder ist dein Bild dann... Nee, guck mal, das ist doch... Ah ja, okay, du hast jetzt natürlich so ein bisschen, weißt du, wie in so Third-Person-Shootern, wenn du die Schulter wechselst, ne? Da musst du dir dann halt eine Fahrerseite aussuchen, mit der du fährst. Ja, aber das kriege ich easy hin. Ne, hier hast du jetzt im Endeffekt, guckst du über die rechte Schulter. Ja, okay. Ich dachte schon, du hättest wieder, ja, oh, ich muss wieder komplett neu alles abreißen. Nee, das wäre jetzt scheiße nach der Zeit. Ja, sind noch 20 Minuten.
Ja, aber die gehen schneller weg, als man denkt. Das ist richtig. Die ersten 10 sind schon sehr schnell runter. Aber du bist nicht der Einzige, der Fehler gemacht hat. Also, na, immerhin. Das ist ja, wetten wir, das kommt gleich, wenn die das sehen, dass das bei mir an der Seite ist, dass die sagen, du willst, dass das umgedreht ist, Mama. Ah, ja, daher. Da, okay, nee. Ja. Will ich aber nicht. Wird auch nicht passieren. Ich kann auch nicht umgedreht aber selbst, fahren. Das wird nicht. Also, das geht ja auch eigentlich. Ja, wobei, wenn ihr genug Steuereinheiten benutzt, so wie die Räder jetzt stehen, dann müssten die ja gedreht werden um 45 Grad, ne? Und dann irgendwie nach vorne und das geht aber vorne und hinten nicht. Naja, sehe ich genauso. Ja. Sehe ich genauso. Einfach nochmal ein paar so Steuereinheiten dran bauen, um alle noch mehr zu verunsichern. Das ist gut. Da schreit zumindest einer wieder gleich. Vielleicht. Ja. Das war noch nicht. Wenn er nicht selber macht. Ja. Gehen wir mal gucken. Ich geh mal gucken, ob er mal. Check dann mal ab. Ja, da. Bis gleich. Bis gleich. Ich hab einen Fehler gemacht, ey. Ach, schön. So, wie viel Zeit ist noch? Ach. Ja, nicht mal die Hälfte vorbei. Wo ist denn der Jonathan? Der Jonathan. Oh, guck mal hier. Das ist doch mal was. Endlich mal sehen wir diese Schubdüsen in Aktion. Ja, das ist ein bisschen witzig. So denn? Und ein bisschen verstörend. Da wird alles gleich ein Zeitraffer-Fight, sag ich dir. Pass auf. Hast du schon Frame-Einbrüche oder was? Nö, gar nicht. Das wird aber ein Zeitraffer-Fight. Ach, weil du nicht alle fahren kannst. Nee, weil die halt zu krass fahren. So, jetzt muss ich ihn gucken. Die ist nicht an. Weil die machen, du machst sie halt immer wieder mal ab. So, jetzt sind sie alle an. Guck dir das an. What the fuck? Krass, oder? What the fuck? Warum wirst du denn so viel schneller? Ach so, weil du mehr Bodenhaftung hast, oder was? Ja, richtig. Sonst fährt er so. Aber so fährt er so. Okay, ich hätte echt genau das Gegenteil gedacht. Weil die dich so krass gegen den Boden drücken, dass du... Okay. Ne, geht voll klar. Ja, das ist ja voll nice. Jetzt überlege ich, ob ich die anderen überhaupt nicht reinmache. Weil wofür soll ich die jemals brauchst drauf? Du, also... Damit fliege ich halt nach Mappen Süd. Wobei, also die Anzahl an Schubdüsen haben die anderen ja auch mindestens. Ja, ist richtig. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Jetzt muss ich aber erstmal... Weißt du, ich habe erstmal so einen Käfig gebaut, damit die mich nicht treffen. Ja, mit ihren Explosionsdingern, das ist die Hoffnung. Da werde ich nachher nochmal so ein bisschen Überrollkäfig machen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das sieht aus wie so ein Fahrzeug für Gehandicapte. Damit du auch nicht nirgendwo dich verletzt kannst, wenn du da drin sitzt. Ja, so ein bisschen, ne? So, hier nochmal ein bisschen Schub nach vorne. Maken. Ja, der ist wichtig. Ach, ja, pass auf, ich zeig dir gleich mal an, was hier abgeht. Pass auf hier, jetzt geht's richtig ab. Mal hier nochmal auf volle Pulle. Also ich habe bisher jetzt, glaube ich, ich habe einen gescheiterten Fahrtest gesehen. Das ist der erste Fahrtest, den ich sehe. So, hier, das ist hier nochmal. Ja, Stufe 1. Ja. Oder Stufe 2. Oh Gott. Oder Stufe 3. Okay, das ändert mal gar nichts. Ja, ich wollte gerade sagen, also Stufe 3. Guck mal, ey, weißt du, ich fahre rückwärts und starte die oberen, förderen die Schubdüsen. Ach, krass. Guck mal, hier, das sind die Schubdüsen. Alleine, ohne Gas, ohne Motor. Und das ist mit Rückwärtsfahren. Wow, die Motoren sind ein bisschen stark dadurch geworden. Mehr. Okay, das ist echt krass. Da bin ich mal gespannt, ob den anderen das auch auf... Das wird denen ja nur auffallen, wenn die alle Schubdüsen anschließen. Ich hoffe mal, dass sie das machen, sonst haben sie ein Problem. Ja, das wäre... Also ich hätte jetzt gedacht... Oh, 16 Minuten noch. Ich hätte jetzt gedacht, dass sich das, wie gesagt, so zu sehr in den Boden drückt und du dann nicht vorankommst. Dass es ein Schneckenfight wird. Ja, okay. Ja. Das sind die besten Voraussetzungen, mein Freund. Spitze. Jetzt mache ich nochmal hier die Thruster alle gleich an. Weißt du, kann ja, ich werde dann, glaube ich, das Ding auch nochmal so bauen, dass ich auf dem Boden auf den Kopf fahren kann. Wer weiß, ob ich mich umdrehe. Und dann gucken wir mal. Ja. Muss mal jemand nachgucken. Ich fahre gleich mal zu Sepp. Bis gleich. Jo. Das kenne ich doch irgendwoher, was Jay da baut. Also ich habe natürlich irgendwann nicht mehr alle Fahrzeuge abgespeichert.
Oh, das war auch schön, wo wir keine Reifen benutzen durften. Da war der Podracer von Jay, der war sogar ganz gut. Aber... Das, was Jay da friemelt, das kenne ich doch irgendwoher. Oder... Das war auch schön. Na, ich komme gerade nicht drauf. Und wir müssen uns das von Zeppler angucken. Aber irgendwie habe ich da im Kopf, dass das... Vielleicht habe ich es mir einfach nur nicht mehr abgespeichert. Das kann natürlich sein. So, man hat den Zepter hingezaubert. Kurvenlage. Drucken aufs STRG, das verwirrt mich immer so. Oh, guck mal, Sepp benutzt nämlich nicht alle. Jetzt darf ich dir natürlich keinen Tipp geben, das wäre unfair gegenüber Jay. Muss ich aufpassen. So, wo ist er denn? Da. Hallo, Sepp. Hallo. Na, du bist aber schon sehr weit fortgeschritten. Ja. Geht so, ja. Naja, ich habe also, eine super komplizierte Steuerung für meine Bombe gemacht. Die, also ich habe so, weißt du, wie so im Weltall, ne? Ja, so ein Arm. Freilassen. Dann geht er da auch so ab hier, so. Das habe ich erstmal so gebaut, aber. Muss das nicht wollte. Was denn? Muss das nicht. Warte mal, Jay hat gerade Probleme. Oh nein, Hilfe! Was ist denn los? Hier ist jetzt nicht dein Auto weggefahren, oder? Ich bin irgendwo hingeflogen. Oh lol, da bist du ja, ich seh dich. Ich bin irgendwo. Ey komm, ich krieg den auch nicht mehr unter Kontrolle. Ich versuche irgendwie zurückzukommen, ich bin irgendwo. Du bist neben deinem Berg, ist alles super. Nee, Moment, oder ist der Peter? Wirklich? Nee, das ist Peter, glaube ich, scheiße. Ich hab keine Ahnung, wo ich mehr bin. Ja, das ist Peter. Ich bin so weit geflogen. Ja, Mist. Du müsstest aber irgendwie wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin einfach weg. Ja. Also ich war hier nur noch in den Karpaten. Warte mal, ich kann mal versuchen, mit dem UFO zumindest hochzufliegen. Kannst du mich nicht irgendwie erkennen durch die Verbindung? Leute, hier bin ich! Da bist du, ja, ist doch alles super. Rechts bist du da. Oh mein Gott. Das war clever. Ja, dann ist doch alles super. Aber ganz ehrlich, mit der Geschwindigkeit lass nicht dein Auto wegfahren oder speicher das vorher ab. Ja, das fährt einfach weg. Alter, okay, what the fuck, wie ich geflogen bin. Alter, wie dumm ich gerade geguckt habe. Ich bin halt einfach weg. Ich bin einfach bis unter der Decke hier. Hast du die unteren Schubdüsen gezündet oder was? Yep. Ah, okay. Ja, cool. Dann, ich muss doch mal bei Sepp. So, ja, alles wieder gut. Der Junge ist nur weggeflogen. Neue. Und hat nicht mehr zurückgefunden. Okay. So, wie lange ist er eigentlich noch? 12 Minuten. Oh, das, ja, das geht ja noch. Also, I have a plan. Was war das? Achso, nee, das, was ich, pass auf, das, was ich meinte, war. Ich nehme auch so einen Motor. Wo ist der nicht? Dahin? Nach vorne? Nee, ich habe gedacht, ja, kannst du auch machen, aber dann habe ich gedacht, der ist zu nah am Boden und dann zerstört er die. Das stimmt, aber so trifft er den gar nicht, ne? Ja, du bist mega smart, Christian, also. Ja, oder du müsstest den halt so greifen. Ja, ich hab gedacht, ich knall den einfach oben drauf. Was denn? Nix. Da hinten. Ich. Ach ne. Bei Jay fliegt wieder was rum, oder was? Ich glaube, das ist Peter. Okay. Ich hab gedacht, ich knall den dahinter. Damit der weiter weg ist vom Boden und der Explosionsradius trifft ja den Boden nicht. Weißt du, dann ist ja die Kugel von dem Explosionsradius, ja, ist dann, trifft mehr Fleisch quasi und tut vielleicht ein bisschen mehr weh.
Ja, aber ich, das ist auch so gut. Aber mal, konnte man nicht hier... Ja, was passiert hier? Was make das Ding? Oh Gott! Ach du Scheiße! What dein Arm hat sich verselbstständigt, der bewegt sich. Okay, ich würde sagen, der Arm hat sich gerade gedacht. Ich glaube, dein Auto ist gerade einfach so gestorben. Was war das denn jetzt? Okay, kann man machen, muss man nicht. Also, kann man auch mal einfach chillen, finde ich. Die Leute, also so. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber irgendwie hat jeder bisher Probleme. So, jetzt baue ich aber hier weiter. Ich will noch eine Rampe dran bauen. Da vorne. Das Ding, ja genau, damit das gleich einen richtig harten Abgang macht. Also, dass ich dann eine Rampe habe, um Leute halt rauf zu hieven und über mich drüber zu hieven. Das ist so mein Plan. Dafür muss ich hier... Ja, hast du noch ein bisschen Zeit. Verbinden. Ja, und zwar 9 Minuten. Easy. Oh, so. Verdammt. Ich fahr mal gucken, ob Bram das mittlerweile geschissen gekriegt hat, was zu bauen. Make that. Bis gleich. Ich weiß nicht, was mit den Jungs heute los ist. Also, Bram hatte kleine Probleme, muss man wohl sagen. Peter hat sich auch verrechnet. Jay ist weggelaufen und hat den Weg zurück nicht mehr gefunden. Sepp Auto hat sich schlafen gelegt. Ist heute problematisch. Aber heute ist auch Donnerstag. So, Bram. So, hast die zwei Blöcke dran gebaut? Ja, ich habe meine Sekt. Blöcke dran gebaut, ich habe eine Waffe dran gebaut. Holy fuck, das sieht man ja kaum. Krass. Was bist du denn so langsam? Alter! Wie lange haben wir noch? 10 Minuten, 7, 8 Minuten. Holy moly! Was denn? Also, hä? Alter, der Druck ist ja viel zu krass mit. Ich dachte, also, komm, weißt du, probierst du am Anfang mal mit allen Schubdüsen auf Max nach unten. Ja, dann hast du ja gesehen, wie schnell ich noch fahren kann. Ja, ja, ja. Ob das. Also, es könnte vielleicht auch an der Auflagefläche deiner Reifen liegen. Ja, aber das ist halt. Ja, also klar, aber das jetzt nochmal umzubauen, werde ich halt nicht schaffen. Ja, das ist natürlich dann. Komm schon! Ich glaube, die backen auch ein bisschen. Aber da. Aber das funktioniert. Nope, so nicht. Einzig Gute ist, heute muss ich keiner Gedanken machen, irgendwas bauen zu müssen, dass ihn wieder umflippt. Das hat jeder im Endeffekt schon. On board. Ja, das stimmt. Das ist schon mal gut. Ja, okay. Das ist schön. Aber bisher hat jeder Probleme gehabt. Das ist echt geil. Ja, gucken wir mal weiter. Mal gucken, was Peter so gemacht hat. Alter, verdammt. Was ist das noch? 6,5 Minuten. Oh shit, ey. Ja, ja, alle haben so. Oh shit, jetzt bin ich bei Peter schon drin. Hallo. Hallo. Du hast Flugtests gemacht, habe ich gesehen. Von weit, weit weg. Eventuell. Waren die erfolgreich? Was machst du denn? Ein nettes Gesicht? Was? Okay. Also, Das Gesicht nicht? Ja, doch, klar, aber ist das hier ein Schönheitsfleck? Sollte eigentlich so mit die Nase eigentlich zeigen, so weißt du, die geht ja halt so. Ja, ja, so wie. Also meine. Warum macht man das eigentlich? Weil, also warum zeichnet man das eigentlich so? Weil meine Nase geht nicht so um die Ecke, so die geht da so. In beide Richtungen. Die ist ja dreidimensional und so. Ach so. Ja, mal einfach ein Penis sein, das ist gut. Der Scheiß wollte ich gar nicht, aber jetzt ist mir auch aufgefallen, dass er ein bisschen aussieht wie so ein Penis. Nee, Moment. Das ist schön, also heute. Ja, heute ist gut. Ich wollte eigentlich Mittelfinger malen. Der hat gar nicht funktioniert!
Alter! Wo ist denn? Ja, okay. Alter, wir müssen eigentlich müssen wir mal, meine hier, Sonne, das muss ich ja wohl, ja, okay, das funktioniert. Da muss ich ja wohl hinkriegen. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal Montagsmaler in Scrap Mechanic machen, ey. Ich glaube, das wäre auch gut. Das sieht alles scheiße aus, Christian. Das sieht alles scheiße aus. Okay, ich versuche mal. Mach es doch einfach braun. Was machst du denn jetzt? Oh, ein Herz. Ja. Boah! Und es ist leicht nach links versetzt. Weißt du, du hast absolut recht. Ach, fick dich einfach, warte, ich hab ne Idee, was ich da drauf mache. Jetzt kommt. Fuck you. Ne, was? Nice. Bitte einen Block nach rechts. Nee, lass dann einfach so schief. Aber gut, dass du schon am Zeichnen bist. Ich weiß nicht, ob jeder, also gibt bestimmt Leute, die haben da richtig Zeitdruck. Fuck you. Ja, aber es ist schön zu wissen, dass man. Jetzt hab ich das hier auch falsch gemacht, ey. Leck mich da mal. Wie lange habe ich noch? 4 Minuten, okay. Ja. Ja, ist gut zu wissen, dass man weiß, woher das kommt. Ansonsten, wenn da Fuck you stehen würde, ne, dann hätte man die ganze Entstehungsgeschichte gar nicht mitbekommen. Das ist schon wichtig. Ja, ja. Was hast du denn da alles so verbaut? Das hat hier alles Story. So, pass auf, ich kann geile Sachen machen, Christian. Pass auf, hier, pass auf. Okay. Nee, so nicht. Oh! Wow, du bist einfach zu viel. Tschüss! Oh, du kannst, ja, gerade. Oh, nee, so gerade ist das nicht. Ja, das habe ich jetzt aber absichtlich gemacht. Oh. Weil? Ich komm hier auf der Seite auf. Oh nein, was soll ich nur tun? Oh nein, oh nein. Oh Gott, das war falsch. Haha! Ah, deswegen. Ja, nicer, da ist er. Wie ist denn das, wenn du jetzt die Schubdüsen da oben anwirfst? Also nicht die. Nee, Moment, die anderen. Dammit. Moment, meinst du die, ja, die. Genau, die oder der Farmer? Moment. What the fuck? Ganz gut. Okay. Muss dazu sagen, ich habe die aber auf Standardeinstellungen gelassen. Ah, okay. Und zwar, weil ich die eingebaut habe und mir das danach erst eingefallen ist. Wenn ich jetzt mal so. Wäre mir wahrscheinlich auch passiert, ja. Und dann hatte ich keinen Bock mehr, die auszubauen. Das kann ich mir denken, dann hattest du schon nicht. Power genug. Ja, nice. Also ich fühle mich gut. Oh, fuck. Du bist fertig. Ja, ich fühle mich gut. Perfekt. Dann gucke ich nochmal bei deinen Kontra hinten. Ja, die können nix. Ja. Krass, wieso funktioniert das denn nur bei Jay? Also Peter hat ja auch eine gute Auflage. Ah, Moment, Jay hat so viele. Ist das an den Reifen? Oder hat Peter wieder nur einen Motor benutzt? Und er hat nicht die volle Power. Also wir wissen es nicht so ganz. Vielleicht alles zusammen. Aber Jay. Das sieht aus. Holy fuck, Jay. Das sieht aus, wenn du es grün gemacht hättest, wie ein Gegner aus Secret of Evermore. Warum? Echt? Wenn es grün macht. Secret of Evermore. Was heißt nochmal Sumpf? Ach ja, Swamp. Swamp Monster. Nein, nicht hier, nein. Nee, nicht Ereignisanzeige, Swamp Monster. So, Freunde. Da ist es. Pass auf. Bildschirmaufnahme. Da. Nee, doch. Da. Das ist das Swamp Monster. Okay, dann habe ich. Das Swamp oder Swamp? Nee, Swamp, Sumpf. Sumpfmonster. Ah ja, okay. Salab. Heißt der Salabock? Secret of Evermore. Boah, eins ist auch ein tolles Spiel. Ist der echt Salabock? Nee. Da. Alter, das hat er wohl Ähnlichkeit. Müsste ich eigentlich immer wieder spielen. Oh, das war so toll. Das war der erste Gegner in der komischen wie hieß denn das nochmal? Käferwüste oder so. Okay. Solche Spiele brauchen wir wieder.
Naja. Aber was ist denn das? Oder hast du einfach nur ein böses Gesicht vorne drauf gemacht? Ja, ein böses Gesicht. Ah, okay. Nichts Spezielles. Hätte ich auch ein Pokémon sein können oder so. Holy fuck, ist schon Ende! Das hat mich jetzt, krass erwischt, muss ich sagen. Was hat dich krass erwischt? Letzte Call kam 4 Minuten. Das hat mich krass erwischt, dass schon Feierabend ist. Also plötzlich hat mein Handy gebimmelt. Guck dir mal an, wie toll das aussieht. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Weil ich habe gerade bei Jay gesehen, das sieht aus wie ein Monster aus Secret of Evermore. Und dann habe ich das gegoogelt und den Leuten gezeigt und dann war Ende. Guck dir mal, wie toll das aussehen würde. Wieso, was denn? Das willst du da hinten draufpacken? Nein, ist ja okay. Ja, kannst du drauf lassen, mir ist das doch egal. Geil! Bist du sicher, dass du das willst? Meinst du nicht, das sorgt für ein gewisses Ungleichgewicht? Ach, klar. Ja, okay. Solange das zu deinem Nachteil ist, ist mir das egal. Ja, also. Heute sollten wir doch relativ unterschiedlich... Ich muss ja zugeben, ne? Am Anfang dachte ich mir so, puh. Was ist das denn für eine Idee? Hört sich irgendwie nicht so cremig an. Aber dann habe ich gesehen, was die Leute angefangen haben hier zu bauen. Und vor allen Dingen, wie Ergebnisse dann ausgesehen haben. vor allen Dingen die Leistungsergebnisse. Oh. Sind doch sehr unterschiedlich ausgefallen, muss ich sagen. So, da Bram schon aufgebaut hat, fangen wir bei dem mal an. You need faith, Arthur. I have a plan. Da, die so einen mega langen Motor haben vorne. Was sind das denn für komische Motoren? Ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht, wie die heißen, aber diese Viertelmeilen-Autos. Nein, ich hab den Explosionsfass so vergessen. Oh, fuck me, Alter. Peter, das ist aber doof, Mensch. Oh, das ist schon. Uiuiui, ey. Aber Peter, ich habe auf jeden Fall die richtige Antwort da schon für parat. Ja, sie also, ich habe halt ganz viele Schubdüsen nach oben, 16 Stunden, 16 nach unten, ne? Ah, ja, krass, Alter, da in deinem Gehend ähnelt wir 16. uns das schon sehr. Hat er die gleiche Idee, aber, 32. Ja, 16 nach oben, 16 nach unten. Also, Moment, ne, jetzt sind 32 nach oben und 32 nach unten. Ja, genau, 4 sind ja 4 rein. Ich hätte es auch mal richtig gesagt, Bram. Ach, also oder finde ich jetzt hier gerade der Mann? Ich glaube, das ist einmal 1, das ist nicht so deine Stärke. Ich habe nicht nachgezählt. Ich glaube, wir haben am Anfang habe ich aber auch 16 gedacht. Ich glaube, am Anfang habe ich aber auch 16 gedacht. Das sind natürlich 32. Also 64 insgesamt. Oder durfte ich nur 16 anmachen? Nee, du darfst alle anmachen. Ich habe auch, glaube ich, weniger, oder? Das wäre wahrscheinlich geil aufgefallen, wenn du jetzt noch eine Reihe dazugebaut hättest, oder? Bin mal gespannt, wie sich das fahren. Oh ja, aber ich mache aber noch eine Reihe dazu. Christian war beim Test dabei, wenn die oben zünden, bewegt sich hier nix. Das ist nämlich genau das, was ich mir am Anfang gedacht habe. So mit den Schubdüsen, wenn die oben alle anmachst, dann wird das Schneckentempo. Ja, wenn überhaupt. Und also wenn die alle anmachst, dann bleibst du einfach stehen. Naja. Ja, wir kommen gleich dabei. Also das vom Rahmen finde ich hat so hat's ein bisschen was von Strike mit Formel 1 und diesen Raketenautos. Ja, also, so ein alter Formel 1 Wagen. Ja, weil der halt diese krasse Schräglage von den Reifen hat. Okay, eine alte aber Formel 1 Wagen hat jetzt nicht so eine Schrägreife. Ja, also so heftig sind die auch nicht. Aber naja. Nee. Machen wir mal weiter bei Peter. Okay. Wieder für einen Mozart. Ja, wird heute eine explosive Folge, Peter, ne? Ja, für Peter auf jeden Fall. Gucken wir mal. Dazu sag ich. Ach, das war so schön. Er hat es eingebaut, der Peter. Ja, Peters Fahrzeug muss man sagen, genau sehr bewegende Geschichte. Dass das auch 32 Stück da nach oben sind, da hat er bestimmt noch ein paar rein gemacht. Nee, also das. Ich wollte halt nur die eine Seite angemalt ist. Seite. Die nur eine Seite angemalt. Die Seite ist nicht angemalt. Die ganzen Sachen sind bei mir alle Die Motoren und sowas. So. Ja, aber die Seite ist. Das ist selbst mir nicht aufgefallen. Alter, das heißt schon was, ey. Ja, guck mal hier, ey. Weißt du, alles in diesem Grau gehalten, auf der anderen Seite viel alles wichtiger nicht. Wichtiger ist unten alles bemalt. Ja. Das ist wichtiger als die Seite, die man die ganze Zeit sieht, auf jeden Fall. Hier, die Seite, hier, da. Da sind sogar Blöcke nicht bemalt, ey. Bemalt. Ja, das ist das Wichtige. Ja, also Peter. Dazu sag ich, fuck you. Peter hat diverse Sachen vergessen. Was wollte ich dazu sagen? Unter anderem Explosionsfass. Ja, unter anderem auch den Sitz nach innen zu bauen. Ja, aber an der Seite. Weil du bist innen drin, bist ja leer, wa? Aber ist fertig. Ja, genau, geworden. Ich hab nichts innen drin. Aber ist ja fertig geworden. Nee, ist alles super. Kann auch Sachen, ja, die habe ich schon gesehen. Das Auto hat eine lange Kann Geschichte. Kann auch Sachen. Ach du, bei was? Jay. So, bei Jay. What the fuck? So, hier ist vorne. Von vorne sieht das aus wie der Sumpfmonster. Also.
Nee, er ist noch nicht in meinem Bereich. Okay. Er ist noch nicht über ein Viertel von der Arena. Ich habe bestimmt weniger Holz verbraucht als die anderen. Glaube ja, ich nicht. Obwohl, aber ja, vielleicht mit dem Peter Sachs. Also vielleicht mal ganz ehrlich, ich wollte gerade sagen, also alleine das Schild ist so viel wie Bram gebaut hat. Das Peter Sachs vielleicht nicht, dazugegebenermaßen. Ja, selbst wenn du das Schild wegtust, nicht. Ja, okay, aber da bin ich schon am Peter dran. Also ich glaube, das ich hab ist... Ich habe 4 Reifen da gemacht und eine Sitzfläche und dann war mein Auto fertig. Das ist auf jeden Fall groß. Das ist groß geworden. Bei Jay haben wir auch gesehen, was das Auto kann, wobei noch nicht... Also was ich noch nicht gesehen habe, ist das Explosionsfass. Das müssen wir uns dann gleich angucken. Ja, das kann nur nach vorne schwenkeln. Ich kann vielleicht nur darauf hinweisen, dass Jay keine... Du hast jetzt keine Schubdüsen mehr zusätzlich genommen, oder? Klar. Ja, doch ein paar. Ja, 4 Stück. Okay. 4 Stück. Na, ja. Alles ausreichend. Hast du nur 4 genommen? Ich habe ja 8 genommen. Ja, ich auch. Durften wir ja auch. Ja, ja. Nee, 16. Ah, okay, nice. Oh, okay, was mir jetzt von vorne natürlich auffällt, ist, dass rechts nur das P rausguckt, aber rechts, aber links ja, das ja. K, S und das ist natürlich ja, nicht mittig. Nee. Schon wieder. Das ist schon schwach. Ah, Peter Sachs. Aber ansonsten bisher mein Lieblingsmobil. Ja. Ich das ist ganz schön gemein, möchte ich jetzt mal ganz schön sagen. Ich finde deinen Wagen auch ziemlich geil, Bram, muss ich sagen. Ich finde den nee, aber dann hat so diesen Kniff, weißt du, diesen Anteil von par excellence. Ja, den Anteil von Peter Sachs. Ich muss auch sagen, deins ist schon wirklich so Rocher, nur so goldig. Muss ich schon sagen, ist schon schön. So, es fehlt noch. Das ist ein Rolls Royce, den du eigentlich gebaut hast. Oh, da hat sich ja noch ein bisschen was geändert. Okay, gut, dann bin ich dann immer wohl noch. Mit dem Rolls-Royce. Ach, du hast so weit viel Schutz vorne dran gemacht noch. Ah. Ja, der hat auch noch ein Feature. Also, der kann noch was. Also, der kann ganz schön viel was. Aber ich glaube, ich kann mir das hier achten, wohin geht das Fass, ist die Frage. Weißt du? Das Fass, das hatte einen richtig coolen Weg. Ich habe dann so einen Roboterarm programmiert und dann habe ich ihn abgebaut und dann war alles... Ah, du hast den ganzen Arm abgemacht? Okay. Ja, weil er war ausgefahren und hat hier kollidiert mit der Rampe vorne. Mhm. Und dann habe ich da wild abgebaut und vielleicht ist da... Ey, krass, wie ihr alle seitlich eure Sitze jetzt hingepackt habt. Ja, natürlich, weil von oben kommen da die Fässer, ey. Wer ist denn so dumm und macht die oben drauf? Von 5. Nee, von 4. Ja, okay, 4. Und einer baut kein Auto. Ja. Ist schon viel. Kommen wir zur Auswahl der Umfrage vom Video Nummer 49033. Alter, nicer Move, Mann. Heißt auch, wir sind zu breit. Falls ihr euch erinnern könnt, wir haben ein sehr breites Fahrzeug damals gebaut. Das in Ehren von Danny DeVito. Oh, ja. Ja, stimmt, so sind wir darauf gekommen. Danny DeVito. Und da habt ihr wie folgt bestimmt, wer ein extra Leben heute bekommt. Wer es auf keinen Fall bekommt mit Platz 4 ist Sebastian. No. Der ist leider absolut nicht dabei. Genauso wenig absolut aber nicht breit genug. Peter Smits, Fight! Der ist heute auch mal ohne Extra-Leben am Start. Bleiben noch Jay und Bram. Und ich muss sagen, der Sieger hat doppelt so viel Stimmen wie der Zweite. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, was Bram und mein Wagen war, weil das schon so lange her ist. Ja, da war auch sehr breit. Aber wer sollte in dieser Breitfolge wohl gewonnen haben? Na, natürlich Bram. Ja, natürlich Bram. Ja, der kriegt heute ein Extra-Leben, darf heute mit 3 Leben ran. Fies. Ja. Boah, ich verbessere Fahrzeuge. Was? Nein! Das Bram, weil Bram der Breite ist. Dass der gewonnen hat. Hier klingelt's. Gut, dann warten wir eben. Ja, also, Bram heute mit dem Extra-Leben, das heißt, jeder hat 2, außer Bram, der hat 3. Guck mal gleich mal auf den Leistungsschub. Quark! Oh. Also, okay, los! What the fuck? Oh, Entschuldigung! Da wird schon angetätschelt. Also Jay, ich glaube, du musst ein bisschen aufpassen, dass du dich einfach selber rausschießt. Ja, das kann gut sein. Gut, kommen wir zu den heutigen Matches, die wie immer bis zum K.O. gehen. Der Sitz ist raus oder kaputt oder whatever. Ja, gucken wir mal, wer das erste Leben verliert. 3, 2, 1. Bitte sehr. Was macht Jay denn da? Ba. Jay hat gerade... Schade. Geht da jetzt noch ein bisschen zu. Oh, da pumpst du. Oh, fuck! Eng gemacht! Nein! Nein! Oh Gott! Nicht abhauen! Jay verliert sein erstes Leben. Wo ist Peter? Peter ist nicht da! Wo ist Peter? Wo ist Peter?
Der fliegt da oben. OP, der fliegt. Der fliegt ja wirklich. Das ist ja deswegen, sick. Damit wegen der perfekten Ausbalancierung sind die Sitze alles so behindert angebracht. Hey, behindert, beschmindert, sag ich mal. Da ist Jays Sitz explodiert. Ich hab jetzt gar nicht gesehen, war richtig von gut getroffen, das Bram. Gekommen ist, ehrlich gesagt. Ja, Bram hat das reingehauen. Ja, ja, klar, aber... geil. Die andere Version, ich hab die jetzt noch nicht angemalt. Ich bin Zeitraffer, Jay. Lol, Bram hat deine aktuellste Version nicht gespeichert. Ja, die angemalte Version habe ich nicht gespeichert. Naja, also, Jay noch ein Leben. Lassen wir das hier liegen, genau. Bram noch drei. What? Ja, it's a feature. Ja, ja, ich habe jetzt keinen Bock nochmal runter und rauf. Also, 3, 2, 1 und los. Komm, Peter. Was genau passiert, wenn man dich mal kippt? Oh, Peter ist auf Sturzflug. Hat noch nicht den Boden. Ja, du, jetzt hab ich den Boden. Oh, Jopite. Oh, voll weggebumst, den Peter. Holy moly. Alter. Da konnte Peter nicht so schnell steigen, wie Jay ihn weggerammt hat. Könnt ihr bitte aus meiner Ecke verschwinden? Okay. Dankeschön. Nein, wir bleiben hier. Wow. Oh shit. Oh, oh Gott. Ich glaube. Ja. Ja. Hi, ja, Jay. Fast. Alter, hab ich gesaved. Den hätte ich gesaved. Genau. Alter, den hätte ich gesaved. Oh. Ey. Nice. Oh, ich hab's über. Hey, was? Der hat bei mir alles überlebt. Ah, Jay ist noch ein bisschen verwirrt. Ne, dein Fass ist ja weg. Also. Ja, ja, okay, das Fass ist weggegangen, weil ja Peter angegriffen hatte. Mann. So. Peter 1, Jay 1, Sepp 2, genau. Bram 3. Jay 1, Sepp 2, Bram 3, Peter 1 ja, und Bram 3 schon ich glaube, sind schon alle fertig. Ne? 3, 2, 1, los geht's. Was passiert jetzt genau? Jetzt ist Peter auch am Start. Jay hält sich jetzt ein bisschen zurück. Erster Clash zwischen Bram und Peter. Ich hab halt nur noch ein Leben. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kann da am besten drücken? Jetzt haut Jay von der Seite rein. Oh shit. Rinder! Oh das ist nicht gut, glaube ich. Nee, Rinder! Peng oh. Und der Sitz von Bram ist weg. Bram ist sein halbes Fahrzeug. Mein ganzes Auto ist weg. Kann auch fahren! Oh fuck, falsche Taste. Da hab ich mich leider reingebackt. Vor allem hat Bram jetzt einfach so eine Wand hier hingestellt. Wo kommt die denn her? Die kann auch umfallen. Doch, die kann umfallen. Ja, das war zugegebenermaßen ein bisschen abgewartet. Ja, ist bei einem Leben aber ja auch nicht verboten. Also. Pff, ich hatte auch ein Leben, war mir auch egal. Ja, so. Das war mir auch egal. Okay. Ach, schön. Haben wir eigentlich jemals gesagt, dass es verboten ist, auszusteigen und Schubdüsen von anderen Autos umzustellen? Haben wir so explizit nie gesagt, ne? Okay. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Haben wir schon jemals mal ein Auto von jemand anderem umgebaut? Ich glaube nicht. Einfach, also einfach den Sitz abgebaut? Ja, das Problem ist halt, die Frage ist halt, was du denn derzeit schaffst, wo der. Also, ich gehe einfach mal den Sitz abbauen von jemandem. Ah, ich hab gewonnen. Wobei, was schon interessant wäre, wenn Peter jetzt, weißt du, sein Auto zündet, abspringt und. ist es ja schwer zu sehen. Genau, dann ist technisch gesehen ja nicht raus. Weiß nicht, ob das durchgehen hammern würde. Oh, das wäre aber krass. Naja, gut, egal. Also, J1, Sepp 2, Bram 2 und Peter 1. Machen wir weiter. 3, 2, 1 und los geht's. Oh, Jay hat aber jetzt richtig was vor. Oh, nee. Lol. Das ist aber der Baum im Weg. Oh, nee. Und da kommt von oben wieder das Ding von Bram. Hat aber diesmal scheinbar nicht getroffen und Sepp ist raus. Oh, Alter, was war das denn, ey? Kacke, da kam ich nicht mehr aus der Ecke raus. Damned. Da hat Jay endlich mal seine Kraft einsetzen können. Delete. Das hat auch funktioniert hier, mein Überrollkäfig, den ich da gebaut habe. Der ist nämlich die linke Seite kaputt nur. Geht schon mal auf. Ja, einmal neu bauen. Brummen. Hat schon gut funktioniert. Damit wären wir bei Jay 1, Sepp 1, Bram 2, Peter 1. Ja. Ich glaube, das ist es. 3, 2, Bram, bist du fertig? Ja, sorry. Cool. 3, 2, 1, los. Oh, Jay hat die Spieler sagen. Oh, und oh, was das denn? Oh, Peter fliegt. Oh Gott. Das kann ich noch retten. Scheiße! Kannst du noch retten?
Das heißt, wenn Peter jetzt nicht raus war, dann ist Jay raus, weil der kann nicht mehr fahren. Wenn Peter den Boden nicht berührt hat, dann habe ich verloren. Wieso nur dann? Er ist doch trotzdem vor mir tot, oder nicht? Also ich bin wenn du den Boden vorher berührt hast, dann ja natürlich. Achso, nee, habe ich nicht. Da hat Jay das Leben verloren. Kriegst du immer noch? Was? Bram, wie er ist jetzt gelandet. Ja, das habe ich ausgenutzt natürlich, weißt du? Ja, habe ich auch gedacht. Das haben alle Peter hinterher geguckt. Einfach die volle Pulle rein. Schade. Ach, krass. Ja, dann scheidet Jared als erster auf. Finde ich krass, weil ich weiß immer noch nicht, wie du das machst. Der war super stark. Ja, weil war auch super stark. Also. Wenn der seine Düsen nach unten zündet, dann hat der aber so was von krass Grip. Der ist so übelst schnell. Fand ich schon. Wenn ihr das nicht alle gemacht habt, verstehe ich halt nicht. Ich benutze die Düsen auch nach unten. Du hast einfach auch viel mehr Räder und viel mehr Motoren dran. Das ist halt auch noch mal übelst krass. Ja, du kriegst die Kraft besser auf den Boden. Ach so, ist das wegen den Rädern der Vorteil? Okay, da hab ich gar nicht dran gedacht. Ja, das sieht cooler aus. Sehr cool aus. Ja, meiner Beschleunigung. Deswegen habe ich halt vier Räder, einfach drei Räder auf jede Seite gebaut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, es verbleiben noch. Oh, Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Verbleiben noch Sepp mit einem Leben, drücken. Bram mit zwei Leben und Peter mit einem Leben. Halbfinale steht jetzt an. Also, da hinten liegen noch ein paar Teile in der Ecke, ne? Ein bisschen aufpassen. Ja. 3, 2, 1 und los geht's. Ja, jetzt sind wir natürlich. Jetzt wird sich da geballt mit den Explosionsfässern. Wie werdet ihr euch erstmal Explosionsdinger kaputt macht? Nee. Alter, mein jetzt oh nein, das war. Oh, das war ganz knapp neben dem Sitz, aber da ist nur der Hinterreifen. Ja, Platz. Ja, Peter, jetzt mische ich mal nicht einer. Lass mich dir wenigstens rausschieben. Jetzt hat nur noch Sepp die Explosion. Okay, warte. Ich hab das Gefühl, der schiebt da gar nichts. Oh, Bram. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn er jetzt zieht. Jetzt geh raus! Oh Gott, Peter hebt auch ab. Was macht der Peter da jetzt? Bram sagt, ich soll mich nicht einmischen. Dann guck ich mich mal an. Oh, Bram! Oh, Bram, was war das denn? Zu viele Tasten. Da ist Bram ausgestiegen. Der hätte gar nichts drücken müssen. Sepp kann sich nicht mal umdrehen. Ja, ich weiß, dass ich nichts hätte drücken müssen, aber das, wie gesagt, zu viele Tasten. Und dann Panik, weißt du? Du bist doch so ein Gott in dem Spiel. Ja, tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe. Jetzt ist Gleichstand. Jetzt hat jeder nur noch eins. Nice. Oh, mittlerweile liegen hier ganz schön viele Teile rum. Wo kommen denn immer diese schwarzen langen? Scheiße, der war so safe, ey. Und da krieg ich Panik, weil ich irgendwie kurz in der Luft war, weil unbedingt wieder den Boden berührt. Ja. Also, jeder noch ein Leben. Wer jetzt rausfliegt, der ist so raus. 3, 2, 1. Was ist denn mein Joker? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Eieiei. Oh, da war. Ja, also vom Bram fielen die Vorderräder. Ich weiß aber nicht, ob der sich noch fahren kann. Ey, Sepp! Rammen! Sepp, was, wenn ich du wäre, würde ich jetzt keinen Gas mehr geben. Warum? Weil, wenn ich du wäre, würde ich das nicht machen. Okay. Ja, mache ich nicht. Okay. Hä? Hey, muss ich dran halten? Muss dich dran halten. Ja, ich habe auch kein Gas gegeben. Ich habe nur die Schubdüsen bedient. Also, das ist ja kein Gas. Okay, jetzt kann ich mich hier wegwurfeln. Nein, Peter, mach mal nicht. Nein! Ich hab nicht verstanden. Egal. Ja, jetzt mach doch was Vernünftiges daraus! Ich arbeite dran! Doch nicht so! Bram! Töte ihn wenigstens! Ja, ich arbeite dran! Mach ihn weg! Ja, Peter schiebt aktuell ein bisschen Bram. Ja, ich weiß! Ja, dadurch so vielleicht? Warum hat er nicht mehr so viel. Nee, das reicht auch nicht. Oh, jetzt sieht's oh, gut aus. Oh nein! Jetzt geht's Richtung Auslinie. Bram, mach ihn doch! Bram, du mieses Stück! Was denn? Oh, jetzt wird hier umgedreht. Make it, Bram! Jawohl! Oh, nee, nicht Peter auf mich! Hat genug gehabt. Aber wann wird denn Sepp angezählt? Der gibt gar nicht, der bewegt sich oh, ja gar nicht. Oh, bewegt sich doch. Ja, er kann sich ja bewegen. Das ist cool. Kannst du noch Peter? Ich weiß nur nicht, was da passiert ist, aber. Ah, ja, stimmt, Christian war im Urlaub, wa? Nee, Christian war dabei noch. Glaube ich. Aber. Nee. Peter Smith! Kaschal! Peter Smith! Oh nein! Peter Smith! Bram, jawohl! Bram, bitte lass ihn den Peter nicht da hinten! Nein, er kann fliegen! Natürlich, oh, er kann seine Beine umdrehen! Was ein sicker Dude! So! Bram, jetzt einfach weiter!
Aber da bremse ich dann auch. Jetzt ist er raus. Nein, oh Bram, ey. Damit ist Bram raus. Hey, aber wieso sollte Sipke kein Gas mehr geben? Ja, weil Bram das rausschiebt. Hat. Nee, Bram hat es gesagt. Okay. Ja, ich kein Gas mehr geben. Jetzt konnte ich nur noch Turbinen. Wir machen das mittlerweile. Geeinigt. Da hat einer am Anfang gesagt, wenn ich du wäre, etwas zu machen, was nicht direkt heißt, ich verliere, aber ich musste mir einen Arsch erretten und danke, Jay, dass du mich drauf gebracht hast. Mann, ey, es hat nichts gebracht. Ja. Und ja, der nächste, der dran ist, halt Sepp irgendwann. Irgendwann in irgendeiner Folge, die nach dieser erscheint. Ja, da ist ja noch ein bisschen. Aber war gut, dass du Gas gesagt hast, weil Gas sind nämlich keine Turbinen. Ja, war okay. War schlecht formuliert. Ja, nicht mehr bewegen hätte. Nicht mehr bewegen wäre übel gewesen. Ja, okay. Das stimmt. Holy moly. Ja, guck mal, da kommen wir zum heutigen Finale zwischen Peter und Sepp. Wer hätte das erwartet? Peter Smiths Fight. Peter! Gegen Sebastian Lenz. Fight! Fight! Ja, beide haben ein Leben. Also der Gewinner gewinnt, der Verlierer verliert. 3, 2, 1. Oh, ich wurde angerufen. Nee. Dein Ernst jetzt? Ja, Peter hat mich angerufen, der Arsch! Echt jetzt? Oh, nein! Boah, Peter hat gebetet! Alter, das war mega knapp, da hab ich voll ausgeholt. Peter? Das war echt knapp. Mit deinem Scheißfass. Der Sepp hat noch den Explosionsfass. Ja, der soll da weggehen, Mensch! Versucht er natürlich auch einzusetzen, aber der kriegt gerade nicht die Kurve. Oh, jetzt. Könnte das jetzt. Oh, Peter, was machst du denn? Shit! Nee, kein Problem! Nee, der Fels zählt! Du weißt, der Fels zählt nicht! Da musst du nur wieder raus! Nee, der Fels zählt nicht! Scheiße! Nein! Oh, ich hätte Peter doch noch gerne ein bisschen richtig gefallen. Scheiße, Schnauze bin ich getroffen. Da ist die Fuck You Zweiter geworden. Ja, dann. Jay wurde heute Vierter, Dram konnte Dritter werden, Peter leider nur Zweiter. Und gewonnen hat Sepp die Folge. Jawohl! Herzlichen Glückwunsch dazu. Das war geil. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Glückwunsch schon mal an Sepp. Und nächste Woche sehen wir uns vielleicht nicht am Samstag wieder, weil am Samstag wichtige Sachen sind. Aber das wird nicht ausfallen. Das können wir schon mal sagen. Ne? Also bis nächste Woche. Und Friendly Fire ist da, vor allem nicht checken, was ist. Tschüss. Friendly Fire ist da. Tschüss.